Guten Tag, da ich jetzt endlich wieder am Start bin, wird es auch mal wieder Zeit für ein Review und wir schauen uns heute ein ziemlich bekanntes Flugzeug an. Und zwar dreht sich heute um die Mitsubishi A6M, auch besser bekannt als Zero, die man im Pazifik bei den Japanern mit Level 19 freischaltet. Und zwar handelt es sich dabei um ein Trägerjagdflugzeug und zwar ein verdammt gutes. Wie der Name schon sagt, das Ganze wurde von Mitsubishi entwickelt und hatte seinen Erstflug am 1. April 1939 und im Spiel ist die Maschine als A6M2 Reisen benannt. Und das war halt inoffiziell, wurde die Maschine einfach entweder Ryzen oder Zero Zen genannt und Zero ist halt der Name, der sich da durchgesetzt hat und unter Zero kennt man halt auch das Flugzeug. Mit insgesamt 11.000 gebauten Exemplaren ist es das meistgebaute japanische Flugzeug des Krieges gewesen und natürlich auch das bekannteste. Das Flugzeug ist dafür bekannt, sehr wendig zu sein, da kann jeder Warfighter-Spieler ein Lied von singen und für ein Jagdflugzeug besaß das Ganze eine ungewöhnlich große Reichweite, aber um das zu gewährleisten, musste man auf einiges verzichten und zwar waren das die Schutzvorrichtung sowie Panzerung oder selbstabdichtende Treibstofftanks. Deswegen ist das Ding äußerst verwundbar, was im Spiel jetzt ein bisschen anders dargestellt ist, aber dazu komme ich gleich noch. In echt war das Ding einfach ein Papierflugzeug und eine fliegende Fackel. Aber manche waren ja eh nicht dafür ausgelegt, wieder nach Hause zu fliegen. Wenn wir uns die Maschine jetzt ingame angucken, ich habe mir die aus dem Battle Pass geholt und die Version aus dem Battle Pass, die hat eine eigene Lackierung, die ich eigentlich ganz cool fand. Und diese Lackierung, die basiert auf einem Foto von einem privaten Museum in Seattle und ich habe die Maschine jetzt mal rausgesucht für euch, ich blende mal ein Bild ein. Also diese Version gibt es tatsächlich wirklich. Wir haben ein 5-Sterne-Jagdflugzeug, da sitzt logischerweise auch nur einer drin und wie es im Pazifik üblich ist, starten wir natürlich von einem Flugzeugträger. Das funktioniert wunderbar mit dem Flugzeug, weil ein Riesenvorteil von dem Flugzeug ist, es hat eine unglaubliche Geschwindigkeit, aber dafür natürlich theoretisch absolut keine Panzerung. Wir haben 260 Kilo Bomben, das ist jetzt nicht so der Wahnsinn an der Bewaffnung, aber ist vollkommen okay für das Flugzeug, weil man hat damit so schnell nachgeladen, dann kann man da auf jeden Fall einiges wegbomben mit dem Flugzeug. Wie man präzise bombt mit dem Flugzeug, dazu komme ich nachher noch. Von der Bewaffnung her haben wir zwei 20mm Maschinenkanonen mit 120 Schuss, das ist jetzt nicht so viel, aber reicht für die amerikanischen Flieger ganz gut. Wie gesagt, man hat ja schnell nachgeladen. Und dann haben wir noch zwei 7,7mm Maschinengewehre mit 1360 Schuss. Die machen jetzt tatsächlich nicht so viel Damage, die sind eigentlich nur, um den Gegner ein bisschen unter Stress zu setzen, dass er einen Flugfehler macht, um ihn dann mit der 20mm Kanone wegzuschießen. Wie schon erwähnt, wir haben eine super Geschwindigkeit und Steigrate. Ich kann euch generell den Tipp geben, wenn ihr vom Flugzeugträger aus startet, geht nicht direkt auf die Höhe, sondern bleibt so lange gerade, wie es funktioniert, um erstmal Geschwindigkeit aufzubauen. Geschwindigkeit ist das A und O mit diesem Flugzeug. Und auch wenn ihr irgendwie turnen wollt oder was wegbomben wollt, bei vielen Flugzeugen mache ich es ja so, dass ich die Geschwindigkeit runternehme, wenn ich meine Bomben schmeiße. Das würde ich bei der Zero auf keinen Fall empfehlen, weil die Geschwindigkeit ist der größte Vorteil von diesem Flugzeug. Unter hoher Geschwindigkeit ist das Ding wendig wie Sau und man kommt halt auch schneller wieder weg, man hat schneller nachgeladen und man kann sogar für den Gegnern ganz gut abhauen. Zum Thema Panzerung, ihr werdet es im Hintergrund sehen, da gibt es einen Clip. Da war ein amerikanisches Flugzeug hinter mir und hat auf mich geschossen. Und da die Zero eigentlich keine Panzerung hat, hätte ich 100-mal kaputt gehen müssen. War aber nicht der Fall, ich habe es tatsächlich bis zum Flugzeugträger geschafft, das Ding zu landen und die Flak vom Flugzeugträger hat den Gegner noch weggeschossen. Der hat wahrscheinlich das Spiel deinstalliert, weil er keinen Bock mehr hat. Aber da merkt man, dass die Schadensmodelle der Flugzeuge immer noch nicht so in Ordnung sind. Aber wie gesagt, Geschwindigkeit ist A und O bei dem Flugzeug. Wenn man das Ding nicht zu langsam werden lässt, ist das Ding echt ein mega Flugzeug und es macht super viel Spaß damit zu spielen. Man muss halt einfach nur versuchen, Manöver zu vermeiden, die das Ding zu langsam werden lassen, weil wenn die Zero zu langsam wird, dann wird sie auch ein bisschen hakelig von der Steuerung her. Die ist generell eh sehr empfindlich. Und was man dem Flugzeug auch zugute halten muss, ist, überhitzt kaum. Du kannst mit vollem Schub die komplette Runde fliegen, das juckt das Flugzeug einen Scheiß. Und das macht das Ganze halt umso einfacher, die ganze Geschwindigkeit zu halten von dem Flugzeug. Klar, ab und zu muss man vielleicht mal landen, das Ding reparieren oder aufmunitionieren. Aber das Ding ist so schnell wieder in der Luft und nachgeladen, das kann den Gegnern echt ziemlich den Tag vermiesen, wenn man da einen guten Piloten drin sitzen hat. Der eine oder andere von euch wird sich jetzt fragen, ob sich die Zero aus dem Battle Pass lohnt. Tatsächlich würde ich sagen nein, weil erstens habe ich sie mir nur wegen der Lackierung geholt, weil ich die recht cool fand. Und ihr müsst eh den Trupp freischalten für die Zero, ihr könnt das nicht auf einer anderen Besatzung verwenden. Deswegen lohnt sich das eigentlich nicht, außer ihr wollt auch diese Lackierung haben. Wie gesagt, ich habe ein paar Goldtickets übrig, ich habe es nur wegen der Lackierung gekauft. Ansonsten ist das dasselbe Flugzeug. So, ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie man präzise Bomben abschmeißt mit der Zero. Das ist an sich gar keine große Kunst. Und mit präzise Bomben meine ich präzise Bomben. Das heißt, ich zeige euch genau, wie ich die Bomben ungefähr abwerfe, um das Ziel direkt zu treffen. Ihr seht schon, da vorne ist ein Panzer, den werde ich jetzt auch mal spotten. Kleiner Tipp, spottet immer selber, verlasst euch nicht auf die Mates. Und jetzt seht ihr diesen kleinen Knubbel da unten unter dem Fadenkreuz, ich markiere es euch mal. Und wenn das obere Ende quasi die Markierung vom Panzer berührt, dann schmeiße ich die Bombe ab. Und ihr seht, ich habe den Stewie direkt getroffen. Jetzt fliegen wir direkt nochmal nachladen und dann machen wir das gleiche nochmal, dass ihr seht, dass das kein Zufall ist und ich irgendeinen Mist erzähle.
So, jetzt haben wir nachgeladen. Weil präzises Bomben ist mit der Zero recht wichtig, da diese 60 Kilo Bomben halt nicht diesen riesen Damage Output haben. Das ist immer ein bisschen problematisch. Jetzt drehen wir mal um mit der Möhre. Und schnappen uns den M13, müsste das sein, der daneben steht. Man muss die Panzer nicht immer direkt treffen. Manchmal ist es auch buggy, wenn man die direkt trifft mit der Bombe. Und wie gesagt, ein eigentliches Flugzeug-Tutorial kommt ja noch irgendwann. Aber ihr seht, jetzt habe ich da den Panzer gespottet. Jetzt achtet da ein bisschen auf den Knubbel unterm Fadenkreuz. Und jetzt schmeißen wir die Bombe. Und ihr seht, wieder direkter Treffer. Batz, das Ding ist weg. Und so einfach ist das im Endeffekt. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man die Bomben von dem Ding präzise schmeißt. Ein richtiges Flugzeug-Tutorial kommt ja noch. Aber ich werde es jetzt so einführen, dass ich in den Reviews von den Flugzeugen, weil das wirklich bei jedem Flugzeug ein bisschen verschieden ist, dann auch mit zeigt, wie man damit die Bomben am besten schmeißt. Ich glaube, das hilft euch am meisten weiter, wenn ich das individuell für jedes Flugzeug mache. Und dann werde ich das in Zukunft bei den Flugzeug-Reviews mit einbauen. Ich hoffe, das Video war hilfreich von euch und ihr habt einen kleinen Überblick über die Zero erhalten. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ist ein Top-Flugzeug, wenn man einigermaßen fliegen kann. Und die Amis haben tatsächlich aktuell wenig, was man dagegen machen kann. Wer von euch jetzt noch was Gutes sehen will, was die Amis haben, ich verlinke euch hier oben das Video zum 76W, das ist nämlich echt ein super Panzer. Das könnt ihr euch gerne noch anschauen, wenn ihr Interesse an den Amis in der Normandie habt. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Haut rein!